Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 10. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonne, unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und bewegt sich durch den platonischen Jahr, was etwa 26.000 Jahre bedeutet. Und diese Bewegung heißt Präzession. Also nicht wundern, wenn ich hier etwas vermittle und erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop, diese Planeten, Sonne und Mond platzieren. In diesem Bild erscheinen die vier Grundelemente. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und die kosmischen Energie und auch diese Elemente haben einen Einfluss auf unserem Leben. Und das ist eine ständige Bewegung, wie ein Tanz ändert sich jeden Tag und es ist nicht immer ausgeglichen und wir brauchen den Ausgleich, wir brauchen eine Balance. Und das, was ich täglich hier zeige. Nach dieser indischen Berechnung befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Waage und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Sonne hier zum Luftelement. Die Bilder gefallen mir nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe andere Karten bestellt. Und ist schon unterwegs, also in den nächsten Tagen werde ich mit anderen Karten arbeiten, finde ich schöner. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Mond zum Wasserelement. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, also wieder zum Wasserelement. Venus ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, es wird etwas gebremst, aber Rückläufigkeit bedeutet oft Vergangenheit. Manchmal sogar karmische Themen und bei Venus-Einfluss handelt es sich um die Liebe-Partnerschaft. Venus befindet sich noch in Tierkreiszeichen Waage, aber kehrt zurück zum Jungfrau, immerhin ist es rückläufig, befindet sich im Grenzbereich, noch im Waage, noch im Luftelement, aber in diesem Grenzbereich langsam übergeht Venus im Jungfrau, also zum Erdeelement, es nähert sich. Natürlich bedeutet das in Liebepartnerschaft mehr Struktur, mehr Stabilität. Saturn ist immer in die Mitte, Saturn erdet. Saturn setzt sich in die Mitte und Saturn zeigt auch die Richtung. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten, gehören nicht zum persönlichen Planeten, haben weniger auf unserem Alltag zu tun, haben anderen Einflüsse. Ich bleibe bei persönlichen Planeten, bei den inneren Planeten. Wir können das leicht erkennen, dass
Wasserelement und Luftelement betont ist. Bei Wasserelement geht es um unsere Gefühle, das heißt, wir nehmen unsere Gefühle intensiver wahr. Die Luftelement gehört zum Leichtigkeit, gehört zum Luftelement auch die Kommunikation, die Verbindungen oder Befreien von etwas, damit man zum Leichtigkeit kommt, damit man endlich aufatmen kann. Luftelement bedeutet auch Freiraum und Freiheit, dieses Bedürfnis zu haben, frei zu sein. Fehlt die Feuerelement, fehlt die Erdeelement. Erdeelement wirkt in den Tagen, wenn Venus langsam übergeht im Jungfrau. Aber momentan ist es noch nicht so weit. Es ist spürbar. Und bei Erdeelement handelt es sich um Realität, Bodenständigkeit, Struktur, Sicherheit und Stabilität. Und bei Venus Energie in die Liebe. Thema ist Liebe, Partnerschaft. Saturn befindet sich im Schütze, zeigt die Richtung, was uns hilft, im Gleichgewicht zu kommen. Schütze gehört zum Feuerelement, also Saturn betont die Feuerelement. Das, was wir auch betonen sollen in die Tagen. Und das bedeutet Herzenswärme, Begeisterung, Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas und Kraft und Mut aktiv zu sein. Und das war die Verteilung, die Elemente. Und jetzt schauen wir die Verbindungen an und wir übergehen jetzt in die zweite Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir bei dem zweiten Teil des Horoskopes am 10. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Wichtige Themen sind für die Waagegeborenen ein Aufstieg, so wie die Sonne aufsteigt, oder etwas ins Licht zu bringen, die Suche nach der Wahrheit, etwas präsentieren, und dieser Platz beeinflusst den persönlichen Bereich. Die Waagegeborenen ändert sich etwas, vielleicht sogar an die Einstellung oder Aussehen, eine ganz anderen Auftreten und die Bedürfnis nach Respekt, die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Die nächste Platz liegen die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und Besitz, Finanzen. Und diesem Platz ist gerade die Tierkreiszeichen Skorpion. Dann folgt der nächste Platz. Da sind kleinere Veränderungen. Kommunikation und Verbindungen, Medien, Informationen, Austausch und viel Bewegung. Das erleben gerade die Schützengeborenen. Und dann kommt die Basis. Die Fundament. Ich vergleiche die Horoskopen immer wieder mit einem Baum. Und jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das ist wie die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verankert, verwurzelt und das gibt Stärke, das gibt Halt, das gibt Sicherheit und Stabilität. Und das wird in Verbindung gesetzt mit dem Ahnen, mit Traditionen und unserem eigenen Zuhause. Und das ist der Bereich, der Lebensbereich, was gerade bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen wichtig ist. Angekommen zu sein, verankert zu fühlen oder in Kraft zu kommen, die Zuhause, das eigene Zuhause zur Ruhe kommen, etwas verbessern, verändern in Wohnsituation. Dann folgt die nächste Platz und da sind die Kinder. Das bedeutet unserem eigenen Kinder, die Verbindung zu Kindern oder Arbeit mit Kindern,
aber bedeutet auch die eigenen Kindheit, ein Rückblick, kommen Kindheitserinnerungen hoch. Und diesen Platz befindet sich die schöpferische Kraft, diese Energie. Und auch eine Empfehlung, man muss nicht immer alles zu ernst zu nehmen im Leben, sondern wir sollen einiges spielerisch betrachten. Es sind die Themen gerade bei den Wassermanngeborenen. Dann kommt die Alltag. Die Alltag zu bewältigen, die Pflichten nachzugehen, um die Gesundheit kümmern. Und das sind die Themen gerade bei den Fischengeborenen. Der nächste Platz liegt die Beziehung, Partnerschaft. Das kann auch geschäftliche Partnerschaft sein, Verträgen. Und dann folgt die Wandlung, die Veränderung, Transformation und Wandlung und ämtlichen Sachen, wie zum Beispiel Finanzamt oder Steuerberater, Bank, all das in Ordnung zu bringen oder in Erbschaft oder bei manchen sogar Scheidung, all das erledigen, in Ordnung zu bringen, das sind die Themen gerade bei den Stiergeborenen. Und dann kommt die große Reise, Ausland, Auslandskontakte, Urlaub oder ein Besuch von Ausland. Aber diese große Reise kann auch eine innere Reise sein. Und diese Reise befinden sich gerade die Zwillingsgeborenen. Ansehen, Anerkennung. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Und das ist die Krone des Baumes. Und diese Krone tragen gerade die Krebsgeborenen und suchen auch ihren Platz im Leben, ihren Berufung und haben zurzeit auch karmische Themen, ändert sich viel schicksalhaft gerade bei den Krebsgeborenen. Und dann kommt die große Hoffnung. Und diese Hoffnung sollte man nicht aufgeben und diese Stärke zeigen, gerade die Löwegeborenen, außerdem kümmern um Freundschaften oder organisieren etwas, treffen sich mit gleichgesinnten Menschen. Und dann sind wir bei Geheimnissen. Ein ganz geheimnisvoller Platz liegt hier und das besetzt gerade die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten? Sonne befindet sich im Waage. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, zunehmende Mondphase. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter auch im Skorpion. Venus ist rückläufig und befindet sich noch im Waage, aber im Grenzbereich, weil zieht sich zurück mit dieser Rückläufigkeit zu Tierkreiszeichen Jungfrau. Immer noch im Waage, aber übergeht im Jungfrau mit dieser Rückläufigkeit. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist auch rückläufig in Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist die Verteilung. Und jetzt schauen wir die Verbindungen an. Sonne steht in Verbindung zum Pluto. Sonne in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist Luftelement. Pluto in Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement. Beide stehen in Harmonie. Luftelement und Feuerelement sind die befreundeten Elemente. Das heißt, Sonne steht in einer harmonischen Verbindung zum Pluto. Pluto ist die innere Kraft und die Kraft, die Regeneration. Und bei Sonne haben wir auch die Kraft, die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und Pluto vermittelt uns etwas, alles loslassen, von allem verabschieden, was Kraft raubt. Gewohnheiten, Gefühlen, anderen Personen, all das
verabschieden und dann verspüren wir diese innere Kraft und das ist sehr machtvoll, hält das Leben erhalten und dann kommt die Lebenskraft von der Sonne. Das kann auch eine starke Heilenergie sein. Venus steht in einer sehr harmonischen Verbindung zum Mars. Venus und Mars in schöne Verbindung. Waage und Wassermann verbindet die beiden Planeten miteinander. Beide ist Luftelement, also stehen im Harmonie, eine schöne Liebesenergie. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und diese Mondenergie unterstützt die Tierkreiszeichen Fischengeborenen, die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen und unterstützt auch die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen, die Steinbockgeborenen und spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Die liegen gegenüber und die Stiergeborenen haben heute eine Aufgabe auf die Gefühle, achten, im Ruhe bleiben und im inneren Gleichgewicht. Unterstützt diese Mondenergie die benachbarte Tierkreiszeichen, da kommen Einflüsse von außen und das stärkt und unterstützt und das erleben die Waagegeborenen und die Schützengeborenen. Diese Mondenergie verunsichert die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen und die Tierkreiszeichen Widdergeborenen und das Spannung, Nervosität erleben dann die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Mond bewegt sich aber relativ schnell, die Energie ändert sich. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und die heutige Mondhaus, und das ist die Tagesbewegung des Mondes, befindet sich im Mondhaus Jeshta. Das war die älteste von den Geschwistern. Wir wissen, ich habe schon oft erzählt, der Mond heiratete 27 Geschwister und die älteste ist diese Jeshta, sehr klug und weise und bekommt Anerkennung, Ansehen und das vermittelt dieser Mondhaus und das ist sehr wichtig. Dieser Mondhaus wird von Antares bestrahlt. Antares befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, eine von den königlichen Sternen. Wir haben vier königlichen Sternen, Fomalhaut, Antares, Aldebaran und Regulus. Und eine davon ist Antares, der Herz, der Skorpion. Sehr kraftvoll, hat rot-orangene Farbe und hat Ähnlichkeit mit Mars. Und wird auch übersetzt, das bedeutet der Rivale des Ares. Ares ist Mars, also Ares, Antares, hat eine Verbindung zum Mars. Und so ähnliche Wirkung auch als die Mars-Energie, sehr kraftvolle Energie. In der Nähe befindet sich ein Sternenhaufen, im Tierkreiszeichen Skorpion und dieser Sternenhaufen heißt Schmetterlinghaufen und das bedeutet Leichtigkeit, zum Leichtigkeit zu kommen, aber im inneren Kraft bleiben und weil Antares ist das Herz des Skorpion, natürlich sollen wir auf unserem Herz achten, all das, was in unserem Herz liegt. Sollen wir in unserem Leben verwirklichen. Und das ist diese Kraft, was Antares uns heute vermittelt. Ich bezeichne die Mondbewegung als der große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und die Sonne betrachte ich als kleine Uhrzeiger. Und bei dieser Mondbewegung haben wir auch eine Mondzeit, was auch wirkt im heutigen Tag. Diese Quelle ist zwar nicht die indische Astrologie, sondern diese Unterteilung kommt von der jüdischen Weisheit.
Und diese Zeit, was auf dem heutigen Tag wirkt, bei Sonnenaufgang und mit dieser Zeitqualität starten wir den Tag. Und das bedeutet für uns heute, eine Zeit zum Nehmen, zum Weinen und Zeit zu nehmen, zum Tanzen. Und das war die heutige Tageshoroskop. Aber ich möchte noch etwas verkünden. Ich habe ein Video gemacht über Gesundheit und die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit? Und ich bin davon überzeugt, dass jede Krankheit hat eine psychische Ursache und drückt was aus. Und wenn wir auf diese Sprache hören, können wir einiges erkennen, in unserem Leben nachdenklich zu sein, auch darauf achten, was können wir verändern in unserem Leben. Dieses Video über Gesundheit habe ich nicht veröffentlicht, aber wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist kostenlos, fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus an die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.